Mehr als 7 Monate sind vergangen, seit militante Hamas-Kämpfer einen Terroranschlag auf israelische Grenzgebiete verübt haben. Die israelischen Verteidigungskräfte vertrieben den Feind schnell aus ihrem Gebiet und starteten eine groß angelegte Vergeltungsoperation. Diese dauert nun schon mehr als 200 Tage mit massiven Bombardierungen, Boden- und Spezialoperationen, nach denen der Gazastreifen quasi zu Staub zerfallen ist. Inzwischen ist eine der letzten Enklaven, die südliche Stadt Rafah, in die mehr als 1 Million Menschen geflüchtet sind, zum nächsten militärischen Ziel Jerusalems geworden, das behauptet, sie sei eine der letzten Bastionen der Hamas. Dies hat fast die gesamte internationale Gemeinschaft verärgert, sodass Israel eine weitere Entfremdung in der Region und der Welt riskiert. Wie ist der Stand des Krieges zwischen Israel und der Hamas nach 7 Monaten Revanchismus und gibt es Aussichten auf ein Ende des Krieges? Und wie sieht der Plan für ein Nachkriegs-Gaza aus? In den frühen Morgenstunden des 6. Mai befahlen die israelischen Streitkräfte den 100.000 Einwohnern von Teilen der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, sofort in die humanitäre Zone Al-Mawasi im Nordwesten der Stadt zu evakuieren. Israel hat geschworen, in dem Gebiet, das es als letzte Bastion der Hamas im Gazastreifen bezeichnet, brutale Gewalt anzuwenden. Nach Angaben des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge lebten ursprünglich rund 275.000 Menschen in der Stadt, doch inzwischen haben mehr als 1,4 Millionen Menschen in Rafah Zuflucht gesucht. Nach Luftangriffen in der Stadt rückte eine israelische Panzerkolonne an, um die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah zu besetzen. Rafah, das an Ägypten grenzt, war der einzige Grenzübergang zum Gazastreifen, der nicht direkt von Israel kontrolliert wurde. Dies lieferte ein indirektes Motiv für die Offensive, da die Hamas nach Angaben Jerusalems über den Grenzübergang Rafah ständig Verstärkung erhält. Zitat: Dies ist der Beginn unserer Mission, die letzten 4 Hamas-Brigaden in Rafah zu eliminieren. Daran solltet ihr keinen Zweifel haben. Zitat Ende, sagte ein israelischer Regierungssprecher. Es handelt sich dabei um 4 der letzten 6 Brigaden, die die Hamas im Gazastreifen stationiert haben soll. Israelische Beamte nennen die Standorte ihrer Stationierung wie folgt: Yabna, Shabura, Tel Sultan und Ostrafah. Die anderen beiden sollen im zentralen Teil operieren, in Nuseirat und Deir al-Balah. Die Medien verbreiteten Bilder von israelischen Merkava-Panzern, die in das Grenzgebiet eindrangen, und von israelischen Flaggen, die über dem Posten wehten. Die israelische 401. Brigade übernahm am Dienstagmorgen die operative Kontrolle über den Rafah-Übergang auf der Gaza-Seite der Grenze. Das israelische Militär teilte mit, dass es über Informationen verfüge, wonach der Grenzübergang, Zitat, für terroristische Zwecke genutzt werde, legte aber keine Beweise vor. Es wird vermutet, dass militante Hamas-Kämpfer in der Nähe des Grenzübergangs einen Mörserangriff verübt haben, bei dem am Samstag 4 israelische Soldaten in der Nähe von Kerem Shalom getötet wurden und am Dienstag wurden weitere Mörsergranaten und Raketen aus dem Gebiet abgefeuert. Mit der Übernahme des Grenzübergangs Rafah hat Israel zum ersten Mal seit dem Abzug der Soldaten und Siedler aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 die volle Kontrolle über den Ein- und Ausgang von Personen und Gütern, obwohl es in Zusammenarbeit mit Ägypten seit langem eine Blockade der Küstenenklave aufrechterhält. Experten gehen davon aus, dass die IDF in dem Gebiet auf einen entschlossenen Gegner treffen wird, der sich gut eingegraben hat und über ein ausgedehntes Tunnelnetz im Philadelphia-Korridor, einem schmalen 14 Kilometer langen Abschnitt entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, verteidigen kann. Zitat: Rafah wird grundlegend anders aussehen, Zitat Ende, sagte Jonathan Lord, der für das Center for New American Security arbeitet. Kenneth McKenzie, Marinegeneral im Ruhestand und bis 2022 Chef des US Central Command, sagt, Zitat, es wird ein weiterer, harter, blutiger und hässlicher Kampf werden, aus dem Israel aus seinen Kämpfen im nördlichen Gazastreifen gelernt haben wird. Die Hamas wird auch ihre Lehren aus den Kämpfen im Norden ziehen. Beide Seiten werden sie anwenden. Zitat Ende. Wichtig ist, dass die Nachricht von der erneuten israelischen Offensive zu einem Zeitpunkt kam, als es so aussah, als ob die Möglichkeit eines Waffenstillstands am Horizont lag. In den letzten Monaten haben unter anderem die USA, Ägypten und Katar versucht, Wege zu finden, um das Blutvergießen in Gaza zu stoppen, indem sie ein Waffenstillstandsabkommen aushandelten, das einen Austausch von Kriegsgefangenen und der sterblichen Überreste der Opfer vorsieht. Aber es gab keine Anzeichen für eine positive Lösung.
Bis zum 27. April, als Jerusalem ein neues Dokument an die ägyptischen und katarischen Vermittler schickte, die Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen machte. Wir waren alle überrascht, sagt ein anonymer arabischer Diplomat. Das Angebot war sehr positiv. Plötzlich akzeptierten die Israelis, was sie bisher abgelehnt hatten. Der Vorschlag enthielt einen Zeitplan für die Deeskalation, der in drei Phasen von jeweils 42 Tagen unterteilt war. Laut Al Jazeera würde die erste Phase unter anderem eine vorübergehende Einstellung der Kämpfe, einen Rückzug der israelischen Streitkräfte in den Osten und einen Gefangenenaustausch beinhalten, bei dem Jerusalem seine Landsleute im Gegenzug für den Austausch jeder gefangenen Soldatin gegen 50 palästinensische Gefangene zurückfordern würde. In der zweiten Phase würden die Militäroperationen vollständig eingestellt, der Gefangenenaustausch würde fortgesetzt, es würde eine, Zitat, anhaltende, lange Periode der Ruhe, Zitat Ende geben und die Blockade des Gazastreifens würde vollständig aufgehoben werden. Die dritte Phase wäre das Ende der Belagerung von Gaza und der Beginn des Wiederaufbaus des Gebiets. Während Israel Luftangriffe auf Rafah startete, erklärten Hamas-Vertreter, sie hätten den Vorschlag akzeptiert, der in Ägypten mit ägyptischen, katarischen und US-amerikanischen Vermittlern, darunter CIA-Chef William Burns, ausgehandelt worden war. Die Zustimmung der islamistischen Gruppe wurde von ihrem Anführer Ismail Haniyeh bestätigt. Ein hochrangiger palästinensischer Beamter, der mit dem Vorschlag vertraut war, sagte der BBC, dass die Hamas sogar zugestimmt habe, ihre Zitat feindlichen Aktivitäten für immer einzustellen, wenn die Bedingungen erfüllt würden. Jetzt ist Israel am Zug, verkündeten Hamas-Vertreter, und in den Straßen von Gaza herrschte Jubel nach der Nachricht von Fortschritten bei den Friedensgesprächen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu dämpfte den Jubel jedoch schnell, indem er erklärte, dass der Vorschlag, Zitat, weit hinter den grundlegenden Forderungen Israels zurückbleibt, aber dass die israelische Delegation die Gespräche fortsetzen und nach Bedingungen suchen würde, die für Israel akzeptabel sind, Zitat Ende. Die kinetische Seite der Ablehnung des Angebots war die Fortsetzung und Intensivierung der israelischen Operation in Rafah. Ein anonymer israelischer Beamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Hamas-Vorschlag für Israel inakzeptabel sei und, Zitat, wie ein Trick aussah, um Israel wie eine Partei aussehen zu lassen, die sich weigert, eine Einigung zu erzielen, so der Beamte. Auch Joe Biden stellte sich indirekt auf die Seite Jerusalems. Ein Waffenstillstand würde morgen stattfinden, wenn die Hamas die verbleibenden Geiseln freilassen würden, sagte Biden. Auf der anderen Seite der Barrikade sagten ein anonymer ägyptischer Beamter und ein westlicher Diplomat, dass der von der Hamas akzeptierte Entwurf nur geringfügige Änderungen im Wortlaut gegenüber der Version enthielt, die zuvor von den USA mit Israels Zustimmung durchgesetzt wurde. Die Änderungen wurden in Absprache mit dem Chef der CIA vorgenommen, der den Entwurf genehmigte, bevor er an die Hamas geschickt wurde. Mit dem Scheitern der Friedensgespräche und einer neuen israelischen Offensive, die das Leben tausender Zivilisten bedroht, die sich in der Nähe des Gebiets der Militäroperationen aufhalten, wachsen auch im Westen Ungeduld und Widerstand. Eine israelische Militäroffensive auf die Stadt Rafah würde gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen und nicht zur Beseitigung der Hamas führen, sagte Andrew Mitchell, der stellvertretende Außenminister Großbritanniens, wollte aber nicht sagen, was Großbritannien im Falle einer groß angelegten Invasion tun würde. Der hohe Vertreter der Europäischen Union für Auswärtige Angelegenheiten, Josep Borrell, drückte ebenfalls seine Missbilligung aus und sagte, Zitat, die traurige Nachricht ist, dass es keine Vereinbarung über einen Waffenstillstand gibt. Die Hamas hat zugestimmt, Israel hat abgelehnt und die Landoffensive gegen Rafah hat wieder begonnen, trotz aller Bitten der internationalen Gemeinschaft, der Vereinigten Staaten, der EU-Mitgliedstaaten, die alle den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu auffordern, Rafah nicht anzugreifen. Zitat Ende. Auch die Außenministerien von Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, Norwegen und Dänemark haben sich in offiziellen Kommuniqués gegen die laufende Offensive in Jerusalem ausgesprochen. Es ist jedoch klar, dass in Israel nur die Stimme des Akteurs mit dem größten Einfluss auf den jüdischen Staat, nämlich die der USA, gehört wird. So beeilte sich Verteidigungsminister Yoav Gallant, seinem amerikanischen Amtskollegen, Verteidigungsminister Lloyd Austin, zu versichern, dass Israel keine andere Wahl habe, als eine Offensive im südlichen Gazastreifen zu starten, um die terroristische Bedrohung zu neutralisieren, während er den Amerikanern für ihre Hilfe bei der Vermittlung dankte. Doch die Amerikaner schienen nicht überzeugt zu sein.
In einem Telefongespräch mit Netanyahu bekräftigte US-Präsident Joe Biden seine Ablehnung einer Bodenoperation in Rafah und der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, sagte, Israel habe den USA noch keinen umfassenden Plan für eine Rafah-Operation vorgelegt. Die Situation zwischen Israel und Washington ist jedoch dynamisch und beide Seiten sondieren sich gegenseitig. Das Weiße Haus testet ständig den Ansatz für die nächsten Offensivoperationen der IDF. Tatsächlich sagte Kirby auf einer späteren Konferenz, dass die Operation im Osten Rafahs keine vollständige israelische Invasion der Stadt sei, vor der Präsident Joe Biden aus humanitären Gründen wiederholt gewarnt hatte. Kirby milderte daher die Definition einer israelischen Offensive ab und fügte hinzu, dass Israel sie als, Zitat, eine Operation von begrenztem Umfang und begrenzter Dauer, die darauf abzielt, die Hamas vom Warenschmuggel abzuschneiden, Zitat Ende, bezeichnete. Trotzdem kamen die Amerikaner zu dem Schluss, dass ein disziplinarisches Signal notwendig sei, was zu der Entscheidung führte, die Lieferung ihrer Waffen an Israel zu stoppen. Konkret ging es um die 450 und 2000 Pfund Bomben, 3500 Stück, die Washington nicht in der Rafah-Offensive eingesetzt sehen will. Die Entscheidung war von großer Bedeutung, denn es war das erste Mal seit dem 7. Oktober, dass die USA Waffen aufgrund ihres Verwendungszwecks zurückhielten. Joe Biden erklärte, dass, Zitat, wenn Israel eine größere Militäroperation in Rafah startet, es bestimmte Systeme gibt, die wir für diese Operation nicht unterstützen und liefern werden, Zitat Ende. Die Entscheidung hat mit dem wachsenden Widerstand gegen die Unterstützung der israelischen Militäraktion zu tun, nicht nur unter den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch unter den demokratischen Mitgliedern des Kongresses. Der öffentliche Druck wächst, weil sie ständig Bilder von der sich verschlechternden humanitären Lage erreichen. Fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens wurde gezwungen, in den Süden, in die Nähe von Rafah zu fliehen, und nun steht dasselbe Gebiet kurz davor, der nächste Schauplatz von Feindseligkeiten zu werden. Zitat, sie haben die Zivilisten noch nicht aus dem Kampfgebiet gebracht und es gibt etwa 275.000 Menschen, die in und um Rafah lebten, bevor der Konflikt begann. Jetzt sind es etwa 1,4 Millionen Menschen. Das ist eine Menge Menschen auf engstem Raum, Zitat Ende, erinnert sich Lloyd Austin. Der Schritt der Amerikaner hat die Israelis jedoch nicht sonderlich beeindruckt, denn Netanyahu kommentierte die Entscheidung umgehend mit den Worten, Zitat, wenn nötig, wird Israel auch ohne amerikanische Waffen kämpfen. Außerdem versichert das Weiße Haus weiterhin, dass es trotz der Waffenblockade zu Israel steht. Unterdessen meldeten die Vereinten Nationen kurz nach Beginn der Offensive, dass die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom geschlossen worden seien. Die Schließung der Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom schadet der ohnehin schon schlechten humanitären Lage besonders. Sie müssen sofort wieder geöffnet werden, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Obwohl der Kerem Shalom-Grenzübergang nach einigen Tagen wieder geöffnet wurde, bleibt die Situation schwierig. Der Grenzübergang Erez soll ebenfalls wieder geöffnet werden. Der gesamte Treibstoff für Hilfsfahrzeuge und Generatoren wird über Rafah transportiert, sagte UN-Sprecher Jens Lerke. Am 12. Mai warnte Georgios Petropoulos, Leiter der UN-Hilfsorganisation in Gaza, dass die Lebensmittelvorräte bis zum 13. Mai zur Neige gehen würden. Unterdessen warnte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, dass die Rafah-Offensive nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sei. Zitat, ich sehe keine Möglichkeit, wie die jüngsten Evakuierungsbefehle, geschweige denn ein vollständiger Angriff in einem Gebiet mit einer extrem hohen Dichte an Zivilisten, mit den verbindlichen Anforderungen des humanitären Völkerrechts und mit den beiden von Internationalen Gerichtshof angeordneten, verbindlichen vorläufigen Maßnahmen in Einklang gebracht werden können. Zitat Ende. Die Offensive an der Südgrenze des Gazastreifens bereitet auch dem Staat auf der anderen Seite der Grenze, Ägypten, Kopfzerbrechen. Kairo befürchtet eine Massenabwanderung von Palästinensern in seinen Staat und möchte diese verhindern, während die breite Offensive das Risiko eines solchen Prozesses erhöht. Das ägyptische Außenministerium bezeichnete Israels Vorgehen als, Zitat, gefährliche Eskalation und kündigte an, dass es sich offiziell der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof anschließen will, in der Israel beschuldigt wird, seine Verpflichtungen aus der Gaza-Völkermordkonvention zu verletzen. Während israelische Soldaten und Panzer in Rafah operieren, machen sich die politisch Verantwortlichen in Jerusalem Gedanken darüber, was vor ihnen liegt, die Nachkriegssituation in Gaza. Wie soll sie bewältigt werden und wer sollte es tun? Und vielleicht am wichtigsten, wie lässt sich die wachsende internationale Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung mit dem innenpolitischen Druck vereinbaren, der sogar die Errichtung israelischer Siedlungen im Gazastreifen wie im Westjordanland fordert?
Tatsache ist, dass Benjamin Netanyahu versucht, das Thema so geschickt wie möglich zu spielen, indem er versucht, die Interessen aller beteiligten Parteien unter einen Hut zu bringen, dabei aber, ganz offensichtlich, seine eigenen schützt, und zwar in Form seines Machterhalts, der unter anderem von seinen radikalen Koalitionspartnern wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich abhängt. Dieser halsbrecherische Prozess führte zu dem ersten Plan für die Nachkriegszeit im Gazastreifen, der Ende Februar dieses Jahres das Licht der Welt erblickte. Er sah eine unbefristete israelische Kontrolle der Enklave vor, wobei die Zivilverwaltung in den Händen von Gazanern liegen sollte, die keine Verbindungen zu Hamas haben. Der Plan sah auch die Auflösung der UNRWA vor, der UN-Agentur, die für die humanitäre Hilfe im Gazastreifen zuständig ist, und die Errichtung weiterer israelischer Siedlungen im Westjordanland. Enttäuschend, so beschrieb US-Außenminister Anthony Blinken den Plan in seiner Reaktion. Vertreter der arabischen Welt aus Riad und Abu Dhabi reagierten ähnlich. Während sowohl die Amerikaner als auch die Saudis und die Emiratis Israel drängen, eine Zwei-Staaten-Lösung anzustreben, wird dies durch den vorgeschlagenen Plan noch unwahrscheinlicher. Der Form halber sollte jedoch erwähnt werden, dass die Amerikaner bei der letzten Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am 18. April über die Anerkennung des Staates Palästina dagegen gestimmt haben und damit de facto das letzte Hindernis für die Anerkennung Palästinas sind. Die Vereinigten Staaten unterstützen weiterhin eine Zwei-Staaten-Lösung. Dieses Votum spiegelt nicht die Ablehnung eines palästinensischen Staates wider, sondern ist eine Anerkennung dafür, dass dieser nur durch direkte Verhandlungen zwischen den beiden Parteien zustande kommen kann. Das erklärte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Robert Wood. Mehr als zwei Monate später, am 3. Mai, als sich die israelischen Streitkräfte auf die Offensive in Rafah vorbereiteten, tauchten dagegen erneut Überlegungen zu einem Nachkriegsplan für den Gazastreifen auf. Diesmal leicht modifiziert. Der Plan, von dem wir nur aus Kabinettsdiskussionen erfahren können, die unter anderem von Patrick Kingsley für die New York Times geführt wurden, sieht vor, dass sich die Kontrolle über den Gazastreifen weiterentwickelt. Israel hätte nicht mehr die faktische Kontrolle, sondern Jerusalem würde sie mit einer Reihe von arabischen Staaten teilen, darunter Ägypten, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die Vereinigten Staaten. Diese exotisch-amerikanisch-israelisch-arabische Koalition würde Führungspersönlichkeiten aus dem Gazastreifen ernennen, die für den Wiederaufbau, die öffentliche Ordnung, das Bildungswesen und die Verwaltung zuständig wären. Nach 10 Jahren würden die Bewohner des Gazastreifens darüber abstimmen, ob sie Teil einer palästinensischen Verwaltung werden wollen, die auch das Westjordanland verwalten würde. In der Zwischenzeit würde das israelische Militär jedoch weiterhin in der Enklave operieren. Im Gegenzug würde Israel erwarten, dass sich die Beziehungen zu diesen Staaten, vor allem zu Saudi-Arabien, normalisieren. Das Problem ist, dass inoffiziell niemandem dieser Plan gefällt. Dagegen sind die radikalen Verbündeten in Netanyahus Regierung. Sie wollen nicht, dass sich arabische Staaten in das einmischen, was sie als Israels innere Angelegenheiten betrachten. Auch die arabischen Staaten selbst sind dagegen, da sie nicht sehen, wie dieser Plan langfristig zur Gründung eines Staates Palästina führen würde. Und das ist ihrer Meinung nach eine Vorbedingung für die Beteiligung an der Lösung eines gordischen Knotens in Palästina. Das Außenministerium der VAE erklärte auf Nachfrage, dass die emiratische Regierung, Zitat, sich nicht an den Wiederaufbaubemühungen in Gaza beteiligen wird, solange es keine Einigung über einen Fahrplan für eine politische Lösung des Konflikts gibt, der einen klaren, zeitnahen und verbindlichen Weg für alle Parteien vorsieht und zur Schaffung einer Zwei-Staaten-Lösung mit einem unabhängigen palästinensischen Staat führt. Zitat Ende. Netanyahu ist damit in die Enge getrieben und die Frage eines palästinensischen Staates bleibt so weit entfernt wie nie zuvor. Außerdem zeigen die Meinungsumfragen in Israel eine allmähliche Abkehr von der Zwei-Staaten-Lösung. Laut einer Umfrage des Israel Democracy Institute vom Januar 2024 sagten 51% der Israelis, dass Israel als Teil eines Abkommens zur Beendigung des Krieges, das einen langfristigen Waffenstillstand, Garantien der Vereinigten Staaten und ein Abkommen mit arabischen Staaten wie Saudi-Arabien beinhaltet, die Gründung eines palästinensischen Staates nicht akzeptieren sollte. 36% unterstützten eine solche Lösung. Viele Israelis sind der Meinung, dass es inakzeptabel ist, die Palästinenser nach dem von der Hamas verübten Angriff mit der Gründung eines Staates zu belohnen. Politische Beobachter deuten die Signale aus dem Netanyahu-Lager jedoch zunehmend nicht als einen Plan, sondern als Beweis für das Fehlen eines solchen. Die israelischen Radikalen werden immer radikaler und erhöhen ihre Forderungen. Israels enge Verbündete, vor allem in den USA, aber auch in Europa, distanzieren sich zunehmend von Israels Aktionen.
Die Araber, mit denen Israel gemäß dem Abraham-Abkommen Brücken bauen wollte, um die iranische Bedrohung auszugleichen, stellen sich auf die Seite Palästinas und werden diesmal vielleicht nicht eher nachgeben, bis Jerusalem tatsächlich die Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung bietet. Und all das wird von der Islamischen Republik Iran, die mit jedem israelischen Fehler an Stärke gewinnt, vor allem angesichts des jüngsten Austauschs von kinetischen Schlägen und der im Norden lauernden libanesischen Hisbollah, die über ein unvergleichlich höheres Potenzial als die Hamas verfügt, mit einem offenen Lächeln und sicherlich nicht passiv verfolgt. Schließlich und vor allem betrifft das Fehlen einer machbaren Lösung mehr als 2 Millionen Palästinenser, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und deren Überleben weiterhin bedroht ist. Nicht nur wegen der Militäroffensive, sondern auch wegen der Unterbrechung der humanitären Hilfe und der Bedrohung der Arbeit der lokalen Hilfsorganisation. Die Kriegsuhr tickt noch immer. 35.000 Tote, 78.000 Verwundete, mehr als 80% der Bevölkerung von Gaza wurde vertrieben. Während die kollektive Evakuierung in Rafah fortgesetzt wird, haben die IDF ihre Kampfhandlungen im Zentrum des Gazastreifens intensiviert. Beim letzten Abruf unserer Quellen, am Montagmorgen, dem 13. Mai, meldeten Nachrichtenagenturen, dass bereits 300.000 Menschen aus der Stadt evakuiert worden waren, während Israels Offensivoperationen in Rafah weitergingen. Israel erklärt, zwischen 10.000 und 12.000 Hamas-Kämpfer getötet zu haben und die Operationen fortzusetzen, bis die Islamisten vollständig ausgelöscht sind. Selbst wenn das geschieht, was höchst zweifelhaft ist, was dann? Verbrannte Erde in Gaza, ein angeschlagenes internationales Image, Wut und Misstrauen in den arabischen Staaten, Schadenfreude beim Feind in Teheran und tiefe interne Spaltungen. Es könnte also gut sein, dass der Ausdruck Pyrrhus-Sieg in Netanjahus-Sieg umbenannt werden muss.